Yo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs Legion. So, weiter geht's. Für uns geht's jetzt auf zu Bloom. Und zwar müssen wir Sky Larsen finden. Einmal Attacke. Oh, shit. Oh, what the fuck? Warte, wo? Hä? Ist das Blumen hier? Ja, das sieht nach Blumen aus. Das sieht exakt danach aus. Du hast dein Ziel erreicht. Hey. Der Blumenkomplex. Sie hat sich die ganze Zeit bei Blum versteckt? Seit Larsen, nun ja, mich an Blum verkauft hat, hat sie eine enge Verbindung zum Unternehmen. Das wird ja immer besser. Sieh dir den Ort doch mal an. Wir benötigen Infos aus den Serverbanken, wenn wir sie irgendwie finden wollen. Ich bin dran. Stell mal so Reichweite. Jetzt nicht mehr. Gotcha. Die Tür hier funktioniert nicht. Doch, sie funktioniert sogar wunderbar. Ich habe das Gefühl, ich muss da rein. Ich habe keinen Droh, ich habe keine Spidey-Cam. Ich habe keinen Spidey, das ist das Problem. Konnte man das Ding nicht gerade irgendwie deaktivieren? Suche weiter. Drohne, Suche ausführen. Hier ist alles sicher. Augen offen halten. Du widersetzt dich der Verhafter. Wieso kann ich ihn nicht ablenken? Ich kann gar nichts machen. Wie geil ist das denn? Konnte ihn weder ablenken noch irgendwas machen. Wie geil ist das denn jetzt? Schlachtpfeife. What the hell was that? Ich konnte ihn weder ablenken noch irgendwas anderes mit ihm machen. What the fuck? Da geht gar nichts. Ja, es muss. Gotcha. Sehr gut. Ich brauche eine Droh, ich brauche Spidey. Ich brauche unbedingt Spidey. Das Problem, ich kann die nicht bearbeiten so richtig, oder? Was kann er denn eigentlich? Ich bräuchte unbedingt ihn. Warte mal, ich muss Sperrgebiet verlassen, ich muss kurz den Agenten wechseln. Wird mir die Sache um einiges einfacher machen at the end of the day.
Da hat sich hier sowieso jeder schlafen gelegt. Die Zeit sollte ich eigentlich haben. Ich wollte was anderes. Komm du mal her. Du hast es auch. Er hat sogar die bessere Waffe, deswegen nehmen wir ihn. Das wird die Sache für mich um einiges einfacher machen. Hallo, hallo. Jemand anders macht blau, darum bist du jetzt dran. Fantastisch. Ja, er liegt einfach nur da. Das ist. Ja, eigentlich schon. Ne? Das ist diese Leute heutzutage, das soll man einfach dagegen machen. Das soll man dagegen bloß tun. Ich verlasse mich auf dich, Spider-Bot. Okay. Lass mal gucken, was der Spider-Bot so machen kann. Hep. Hep. Wo bin ich? Falsche Richtung. Richtige Richtung. Okay. Interesting. Hoch. Hoch. Was hat das denn jetzt gebracht? Der Weiß war komplett sinnlos. Hä? Ich dachte, das hat jetzt wirklich irgendetwas gebracht, was hat jetzt gar nichts getan. Aber erstmal nehmen wir das hier auseinander. Kann ich das? Kann ich das? Kann ich irgendwas? Kann da gar nichts machen, okay. Das führt, glaube ich, nach draußen, kann das sein? Hä? Das ist wo? Wieso kann ich das Ding nicht öffnen? Ja, ich bin draußen, heißt, habe ich fast gesagt. Ja, was hat mir das denn jetzt gebracht, wenn ich damit oben durch den Schacht gehe? Habe ich irgendwie den falschen Weg genommen oder so? Ich muss nochmal reingucken. Guck mir das Geschichte hier nochmal an. Aber es gibt keinen anderen Weg außer diesen, sehe ich das richtig? Dann bin ich da, wo ich vorher war, alles klar, gerade. Ja, was bringt mir das denn? Hä? The fuck is this? Okay, was ist das für ein Raum? Interessant. Also jetzt meine erste Erkundschaft bringt mir das Spider-Bot bringt mir gar nichts. Ne, es bringt mir gar nichts. Das Ding ist komplett nutzlos. Muss ich aber checken, was. Aber ich kann mit wirklich nichts machen. Okay, egal. Hä? Shut up. Je mehr Leute ich hab, desto besser. Hä, aber wie soll ich? Ecke, die Bloom-Server, wie?
Ein kleiner confused, wie das funktionieren soll. Vor allem welchen Server? Vor allem wo? Hä? Ich sehe nirgendwo eine Cam, aber das Spider-Bot bringt mir ja auch nichts. I'm kinda confused. Da geht's nach draußen, man mehr bringt mir so. Hä? Gibt's hier noch irgendwo eine Cam irgendwo anders? Was für Server denn? Ja, ist beide Brüder bringt mir doch gar nichts. Ich verstehe das nicht. Hä? Aber es muss quasi unter mir sein irgendwie. Hey, ich check das gerade null. Warte mal. Es muss irgendwas mit der Drohne sein, das ist klar. Hä? Muss. Okay, erstmal checken, checken, checken. Den kann ich nur ablenken. Zur Reichweite. Das heißt, ich im ganz völlig falschen Komplex bin. Das war jetzt eigentlich weniger. Kind of curious what the hell this is. Aha. Nur gewusst wie. Ich freue mich sehr, dies mit Ihnen teilen zu können, verehrter Forscher. Die Anlage wird eine Erweiterung meines Quantencomputerlabors sein und andere Projekte beherbergen, die ich in dieser Präsentation nicht erwähnen möchte.
Diese Immobilie ist wirklich sehr wertvoll. Es ist, als hätten sie nur darauf gewartet, dass ich sie entsprechend nutze. Was hat Lars nur mit geheimen unterirdischen Anlagen? Also wirklich. Such einen Aufzug und dann ab nach unten, ja? Betritt das Quantenlabor. Okay. Dieses Quantenlabor ist da hinten. Ja, großartig. Muss ich ihn ausschalten? Nein. Ui, muss ich die alle ausschalten, aber hundertprozentig. Also ich muss darüber, wo die alle sind. Okay, erstmal gucken, was ich hier so machen kann. What the hell can I do? Muss mir erstmal eine andere Kamera kriegen. Ich muss mich ein bisschen umschauen. Ja, ist alles dämlich gerade. Also die beste Cam, die ich kriegen kann. Was ist mit unserer Security los? Ich habe keine Ahnung. Also sie haben 2 Schusswaffen, 3 Schusswaffen, 4 sogar. Hey. Wie mache ich das denn? Es muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Ja, ne? Ehrlich. Wenn ich sie ausschalte. Na, das Problem, wenn ich sie ausschalte, werde ich gesehen, das ist das Problem. Oh, the fuck. Das Problem ist, ich muss das wirklich betreten. Das heißt, ich kann mit der Spider-Drohne nichts machen. Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen. Da geht gar nichts hinten. Das heißt, wir fangen eine Schießerei an, oder? Ich würde auch sagen, ich habe sonst keine andere Möglichkeit, wie ich das sonst machen soll. Ich habe sonst keine andere Idee. Ich würde sagen, wir lenken ihn jetzt kurz ab. Wir brauchen modernere Security. Los, komm schon. Das reicht. Ich leg dich um. No, you won't. Sofort stehen bleiben. Scheiße. Ah, fuck. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Mir fehlt sonst ehrlich die Idee, wie das funktionieren soll. Sehr leichtes Maschinengewehr. Mir fehlt wirklich die Idee, wie das sonst klappen soll. Hat jemanden von uns verhaftet? Solange dir das nicht passiert, bist du heute mein Lieblingsagent. Okay, aber der Job muss erledigt werden. Jammern können wir später. Ja, wo ist Blum jetzt? Ja, wie soll ich das sonst lösen? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich habe sonst keine Ahnung, als eine Schießerei anzufangen. Bin ich hier richtig? Okay, das ist interessant. Wärst du nicht drauf? Schwach. This is what I want. So.
exactly what I want. Nehmen wir einfach den Hintereingang. Vielleicht solltest du nicht hier sein. Vielleicht sollte ich das. Vielleicht solltest du einfach nicht da sein. You sure about that? I'm not so sure about this. Okay, so. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe hier. Weil ich muss mal Folgendes angucken, was zur Hölle ist das jetzt für ein Ding? Okay. Kann ich da irgendwie eine Spider drunter reinkriegen? Irgendwie eine Spider Drohne, einfach nur eine ganz kleine Mini-Drohne, irgendwo rein. Ist hier irgendwo ein Schacht zufällig? Ist hier gar kein Schacht zufällig? Gehen wir da hoch. Aha. Hilft mir das weiter? No, it does not. Was hat das jetzt überhaupt gebracht, wirklich? Ach, es ist für das Tor, okay. Das ist nicht das unbedingt, was ich wollte. Da ist eine Frachtdrohne. Okay. Ich muss mich ein bisschen hier umschauen. Ich habe keinen Plan, wie, was und überhaupt. Nein. Hä? Was? Wie haben die Backdoor so schnell gefunden? So leicht lasse ich mich nicht aussperren. Wer ist das? Ja, das ist nicht schlimm. Es gibt keinen Weg. Kann es sein, dass es keinen Weg gibt, so wirklich? Also, was ich machen muss, ich muss sie irgendwie rauslocken. Ich muss sie irgendwie rausziehen. Das wäre für mich die einfachste Variante. Ich ziehe sie raus. Weil ich sehe hier keinen Weg, wie ich da reinkommen soll. Zumindest sehe ich jetzt gerade gar keinen Weg. Ich muss sie irgendwie rausziehen. Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwie anlocken kann. Kann ich sie irgendwie anlocken? Ich kann sie nur ablenken. Ja, warte mal, scheiße. Hacken? Was ist denn das hier alles? Ja, da muss ich hin. Na, das nützt mir alles gerade nichts. Ey, sag mal, das ist. Scheiße gerade. Potenzielle Rekruten. Ich kann sie aber, das Problem ist, wirklich. Dass hier aber auch keine Cam ist. Da ist noch eine. Fuck, ich habe den Hintereingang gefunden, aber es nützt mir nichts. Ich habe keinen Schacht, ich habe gar nichts. Ja, das ist da hinten irgendwo, aber. Der ist mit einer Spider-Drohne, weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Gibt's da gar keinen Weg rein? Ja, das ist alles Blumen hier, da wo ich gestorben bin. Mir fehlt eine Idee.
Mir fehlt die Idee, wie ich das lösen soll. Weil das bringt mir nichts. Ich komme, weil ich mit der Drohne nicht reinkomme. Weder vorne noch hinten. Scheiße, was mache ich jetzt? What the fuck I'm gonna do? Also ich komme mit der Drohne nirgendwo durch. Boah, ich muss die Drohne rufen und ich müsste so sehen, dass ich da ganz, ganz nicky durchkomme. Geht aber nicht einfach. Hä, hey, wo ist der? Ja, das bleibt mir ja weg, Alter. Dein etwas tollkühnes Teammitglied sitzt im Knast. Hinter Gittern geht das mit dem Widerstand schlecht. Wird eine Zeit dauern, bis das wieder geht. Aber ich habe einen Tipp. Warum rekrutierst du nicht einen Anwalt für das Team? Ich weiß, Anwälte mag niemand, aber nützlich sind sie schon. Sie verkürzen zum Beispiel die Haft gefangener Agenten. Wo bin ich jetzt gerade? Das ist das Problem. Bin ich hier nicht da, wo ich den weggemacht habe? Ich bin im falschen Gebäude, kann das sein? Ich bin im falschen Komplex gerade. Ich bin im falschen Gebäude. Don't mind me. Don't mind me at all. Kann ich hier irgendwie durch? Nein. Psych. Aber ich darf mit dieser Drohne mich nicht erwischen lassen. Ist hier irgendwie eine Tür? Was ist das? Zu was führt das? Ja, ich habe das Gefühl, ich kann hier, ich komme hier nicht durch. Das ist my estimation. Was passiert? Also hier passiert nichts. Drohne, Suche beginnen. Ah, ich kann mich sogar tarnen, also ich muss ein bisschen aufpassen. So. Nichts zu berichten. Ich suche woanders. So, there we go. Wir müssen jetzt eigentlich das haben, was wir wollten. Wir müssen das jetzt eigentlich geöffnet haben hinten rum. Ich bin completely wrong. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, haben wir das hinten aufgemacht. Aber ich kann hinten rein spazieren ohne Probleme. Den Spoiler-Button müsste das gelöst haben, das Problem. Mein Problem. Oh. The fuck? Los, gib auf! Das kann nicht wahr sein, oder? Dummkopf!
Ihr habt wirklich gedacht, ich kann mich ausschalten, ne? Okay, weiter geht's. Überprüfe den neuralen Upload. 90%, nicht gut genug. Lade Prozessortemperatur. Oh, jetzt wird es wirklich spannend. Fuck, sie lädt ihren Verstand hoch. Oh, fuck. Nur noch ein paar Minuten, dann ist sie unsterblich. Wenn du ihren Upload nicht abbrichst, können wir sie und Projekt Daybreak nicht aufhalten. Ich habe Working on it. Komm. Ja, ne? Ja, wir haben sogar zwei da hinten. So. Gott. Hey, du hast ja eine Goldmine an Daten gefunden. Ich schnapp mir so viel wie möglich, während du die Welt rettest. Vorschläge? Der neurale Upload läuft durch die Quantencomputer in diesem Labor. Wenn wir die hacken, verhindern wir, dass diese Psychopathin zu einer KI-Superintelligenz wird. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Okay, an keine Confuse muss ich sogar zugeben. Don't mind me. Sehr gut. Sehr gut. So, let's do this. Durch ein Sicherheitssystem gesperrt. Hä? Ach du Scheiße, okay, what the hell is this? Okay, ich brauche was Grünes erstmal was Blaues, ich muss erstmal irgendwo anfangen. Ach shit, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Buddy, bist du noch da? Ich wollte dich gerade kapern. So. Ich brauche erstmal was Blaues irgendwo. Um irgendwo anzufangen. Ich sehe nur Rotes, aber ich sehe nichts Blaues. Ja, gibt's hier überhaupt irgendwas? Haben wir überhaupt hier irgend. Kann ich überhaupt irgendwo anfangen? Ich sehe nur Rot. Ich brauche irgendwas Blaues. Ich muss erstmal irgendwo anfangen können, aber ich sehe gerade nicht wo. Warte mal kurz. Hä? Wo soll ich denn hier anfangen, sag mal? Es ist gerade mega kompliziert. Hey, ich muss irgendwo anfangen können. Also hier ist es noch relativ unwichtig, sehe ich das richtig? Ich brauche erstmal einen Startpunkt, aber ich sehe keinen Startpunkt. Das ist mein Problem. Hä? Deswegen, bin gerade mega confused. Okay, jetzt haben wir was Blaues irgendwie aktiviert. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es geschafft. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen gucken. Ich brauche dich bald, ich muss ein bisschen was gucken. Ich sehe sonst nichts. Okay, das haben wir.
Okay, haben wir das. Ah, shit. How does do I do this? So, das. Hä? Okay. Warte mal kurz. Ja, habe ich das schon mal von dem Signal, aber... Ja, ja, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Keine Grund, Panik zu kriegen. Okay, habe ich jetzt irgendwas, was sich hier öffnet für mich? Ich habe das Gefühl, die Drohne stirbt gleich mir weg. Ja, von da habe ich das, aber von hier nicht. Ja, aber wie mache ich den? Aber wie bewege ich den Scheiß jetzt da? Nein, keiner confused. Okay. Das dauert, wird bei mir wieder mega lange dauern. Könnte bei mir wieder ein bisschen länger dauern. Weil von der Seite passt das. Aber von da kommt nichts. Oder? Jetzt passt das. Was war das? Ich weiß es nicht. So, wartet. Also warte mal, was muss das nächste, was ist das nächste, was ich öffnen muss? Das hier, ne? Okay. Ja, warte mal. Das bringt mir gerade noch gar nichts. Also es geht nur von links und von rechts. Okay, es geht nicht von beiden Seiten. Lass mal kurz was anderes versuchen. Scheiße, das geht noch nicht. Hä? Die Qubits und Verbindungen trennen sich. Das ist kein Zufall. Ah, doch, doch, doch. Aber von der Seite haben wir das schon mal gelöst. There we go. Hab ich das nicht im Prinzip alles? Warte mal kurz. Du bist hier, oder? Du hast meine Warnung ignoriert. Oh.
Ich glaube, sie ist sauer. Was tust du da? Leite Speicherzugriff um. Haben wir es hier nochmal? Ja, hier passt doch alles. Warte mal kurz. Deaktiviere die rechte Hälfte. Okay, warte mal kurz. Also das war was... Aber wir reden jetzt, glaube ich, von dieser Hälfte, kann das sein? Okay, I'm completely confused gerade. Hä? Also diese Hälfte, warte mal. Da oben ist doch noch was. Ach, shit. Nein. Okay, ich wollte das jetzt eigentlich... Ja, das muss ich machen. Okay, shit. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass er verschwindet. Du hättest dich raushalten sollen. Ah, ich hätte... But I've refused not to. Ich bräuchte unbedingt. Du begehst gerade den größten Fehler deines Lebens und wirst dafür teuer bezahlen. Beschwörbert es? Ja, es ist schwierig gerade ohne Drohne. Das ist mein größtes Problem gerade. Ich brauche eine Drohne. Komm her, weil ich muss das ein bisschen sehen können, was ich gerade hier tue. So, okay, das ist noch gesperrt. Alles klar, gerade. Jetzt müssen wir das von der Seite noch lösen. Hör auf, bitte, bevor es zu spät ist. Müsste das jetzt gewesen sein. Was hast du getan? Upload neu starten. Komm schon, Upload neu starten. Security zum Quantenlabor. Security zum Quantenlabor. Oh, Alarmstufe rot. Silbere lassen in der Kammer. Hör mir zu. Was du in meinem Labor gesehen hast, war nichts weiter als die frühe Phase eines wichtigen Experiments. Es ist vielleicht nicht schön, aber Daybreak ist die Zukunft der Menschheit. Die einzige Zukunft. Sieh dich um. Korruption, Klimawandel, nukleare Kriege. Die Menschheit wird sich selbst zerstören. Aber Daybreak kann das ändern. Hilf mir, die Evolution der Menschen voranzutreiben. Wir können Leben retten, uns erheben.
Datzak, seht ihr das hier? Sie stirbt. Du kommst nicht allein. Hast du alle nur getötet und gefoltert, einzig um dein Leben zu retten? Du bist erbärmlich. Es geht hier nicht um mich. Mit unserem Verstand in der Cloud überstehen wir jede Naturkatastrophe. Dann sind wir sicher, frei und glücklich für immer. Die Menschen sind dir doch vollkommen scheißegal. Du bist eine verrückte Egomanin, die auf alles scheißt, sogar auf ihre eigene Mutter. Du kannst immer noch das Richtige tun. Setz den Upload fort. Lass mich am Leben, damit ich weiterarbeiten kann. Hey, du darfst ihr kein einziges Wort glauben. Deaktiviere ihr Lebenserhaltungssystem und beende es. Wie immer du dich entscheidest, sie kann dich nicht stoppen. Ich auch nicht. Du hast also die Wahl. Ja, tu das Richtige. Bitte. Nicht. Nein, bitte. Tu mir das nicht an. Ich will nicht sterben. Verflucht gut. Ich bin stolz auf dich. Alles erledigt. Willst du noch ein paar Selfies mit der Leiche machen? Dann beeil dich. Die Security ist unterwegs. Sei vorsichtig. Shit. Wow. Mal gucken, ob von oben hier was kommt. Nein, du bist der Letzte. Komm her, Bitch. Seht an der letzten Position nach. Also, was ist da drin passiert? Es ist vorbei. Das Monster ist tot. Gott sei Dank. Eine Lügnerin weniger auf der Welt. Trotzdem, ich muss ständig an die KIs denken, die sie erschaffen hat. Entmenschlicht, versklavt. Scheiße. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir sollten weiterhin zusammenarbeiten. Jetzt schleimer nicht so rum. Das ist eine berufliche Zusammenarbeit. Belassen wir es dabei. Bis dann. Mission abgeschlossen in der Finsternis. 404 Kapitel abgeschlossen. Im letzten
letzten Abenteuer von Detektiv Bagley und seinen zeitweise hilfreichen menschlichen Helfern entdeckten wir, dass eine milliardenschwere Technologie-Mogulin und ein Kriegsgewindler beide menschliches Leid ausnutzen und Tausende umbringen wollen. Eine schockierende Wende. Und wo wir schon bei Verdächtigen sind, Mary Kellys Sklavenhandel könnte jeden Tag stattfinden. Und wir haben ein Notsignal ausgerechnet aus einem Coffeeshop erhalten. Vielleicht ist das WLAN ausgefallen. Ist das wirklich relevant, Bagley? Ja, natürlich steckt mehr dahinter. Aber ich musste einen Witz machen, damit du aufpasst. Ich habe beide Spuren auf deiner Optik markiert. Hey, Weichei. Du hast wohl auf mich abgefärbt. Ich wollte nämlich bloß sagen, das war gute Arbeit. Gut, dass ich euch vertrauen kann. Ihr könnt gerne die 404-Hubs benutzen, um Aufträge abzuschließen. Ich werde da sein, für die gute Sache kämpfen und hoffen, dass ihr mithelft. Bis dann. Also, wir haben diese zwei Missionen, SIRS-Mission und eine Kelly-Mission. Machen wir mal das. Mission gestartet, Aktionscrasher. So, die Frage ist, wo ist die Mission? Ich habe das Drohnennetzwerk überwacht. Mary Kelly hat endlich die Einladungen zu ihrer Sklavenauktion verschickt. Datsek, Caitlin Lau hier. Das ist euer Spezialgebiet. Hackt eine dieser Drohnen und besorgt den Ort, an dem sie diese armen Schweine mit den Mikrochips verkauft. Machen wir dem ein Ende. Oh, what? Wait. Was? Ja, das ist mitten im Nix. Ich schaffe eine Eier von der Lieferdrohne. Warte mal kurz. Shit. Ja, das war einfach, sogar für dich. Gib mir einen Moment, um die Sicherheitscodes zu entschlüsseln. Und Bagley, was hast du? Mary Kelly verkauft ihre Ware in Hackney Baths. Diesen Ort gibt es seit 1904. Früher war es ein öffentliches Badehaus. Heute, in der ach so aufgeklärten Moderne, ist es ein Sklavenmarkt. Sie sprach von Auslandsinvestoren, ein großes Geschäft. Das bedeutet Partner, Klienten, Beschäftigte. Alle, die irgendwie Teil ihrer Organisation sind. Wir erledigen Mary Kelly von innen heraus. Inspektor Lau will ihren Fall gegen Mary Kelly einem Kontakt beim Generalstaatsanwalt geben. Wir müssen möglichst viele Daten beschaffen, damit sie genug für die strafrechtliche Verfolgung haben. Die Mikrochips sind ein großer Teil der Gleichung, von der wir nahezu nichts verstehen. Wir brauchen etwas Handfestes in der Sache. Sieh nach, ob du etwas finden kannst. Pläne, Belege, Proben. Also, der Plan ist einfach. Die Soiree der Kellys stören, möglichst viel herausfinden und ganz nebenbei nicht dabei draufgehen. Bei den Baths kann man nicht vorsichtig genug sein, Team. Mary kann all ihre Gefangenen mit einem Knopfdruck töten. Wenn wir versuchen, sie jetzt zu befreien, sind sie so gut wie tot. Sie weiß noch nicht, dass wir ihr auf der Spur sind. So, liebe Leute, machen wir hier einen Folgenbreak. Bis dahin. Haut rein. Das ist unser Vorteil. Kapitän,
KI-Gigant BrokerTech gab heute bekannt, dass Daybreak eingestellt wird. Die Neuralkartierungstechnologie, die ewiges Leben ermöglichen soll. Ein Sprecher des Unternehmens hat der Presse mitgeteilt, dass diese Entscheidung aus Respekt vor der kürzlich verstorbenen Gründerin Sky Larson getroffen wurde. Wie das Unternehmen nach dem Tod seiner berühmten Chefin weitermachen wird, ist noch unklar.